Der heurige Sommer war sehr intensiv, ist auch sehr viel passiert. Neues Trainerteam, viele Trainingskurse, intensives Training. Zwischendrin immer wieder mit guten Sprüngen von mir, aber so richtig an der Umsetzung und so richtig das Gefühl habe ich auch im Sommer nicht gefunden. Ja, war dann ein bisschen ein Fragezeichen auch für mich vor der Saison. Wo stehe ich, wo gehe ich um? Kann ich das Feingefühl noch finden für mich im Winter rein? Ich habe mich dann leider von Anfang an ein bisschen sehr schwer getan. Ja, nach dem Weltcup-Start habe ich und zusammen mit dem Trainerteam dann beschlossen, aus dem Weltcup auszusteigen, nochmal zu trainieren, intensiv an meinem Sprung zu arbeiten, am Gefühl zu arbeiten. Diese Phase war sehr, sehr intensiv, über 1,5 Monate. Habe sozusagen alles der Heim-WM in Seefeld und Innsbruck untergeordnet. Und da bin ich natürlich sehr dankbar an den Skiverband, auch speziell an den Legal Florian. Und ja, ich kann mir nichts vorwerfen, ich habe wirklich alles versucht. Ja, es ist natürlich für mich ein bisschen eine herausfordernde Zeit. Habe in jungen Jahren sehr viel gewonnen und jetzt bin ich doch schon 3, 4 Jahre immer wieder am Kämpfen, den Schritt zu machen, wieder ganz nach oben zu kommen. Aber auf der anderen Seite stelle ich schon fest, dass es mir was gibt. Ich wachse daran, aus der Herausforderung, aus der Challenge. Ich kann sehr viel lernen für mich persönlich und ich würde das einfach als ein bisschen als Wandel sehen für mich, dass ich von dem Teenager, der was sehr erfolgreich war, jetzt wirklich zu einem Athleten gereift bin, wo jetzt zwar der Erfolg die letzten Jahre leider weniger da war, aber wo ich sehr, sehr viel für mich als Person mitgenommen habe. Aber natürlich ist das Ziel, wieder ganz oben zu stehen und einfach lässig Ski zu springen. Also ich bin wirklich sehr, sehr motiviert und auch das Kitzeln und das Gefühl, wirklich wieder der Beste zu sein, das ist nach wie vor in mir vorhanden und das ist das, wo ich schon selber innerlich auch schmunzle und was mir einfach irrsinnig taugt. Ja, ist natürlich jetzt schon im ersten Moment bitter, nicht bei einer Heim-WM dabei sein zu können oder zu dürfen und dort zu zeigen, was man drauf hat. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch nichts vorwerfen. Ich habe wirklich in der Saison alles Team untergeordnet und versucht, dann nochmal in die Gänge zu kommen. Und jetzt bin ich halt leider noch zu wenig auf mein Potenzial. Hat auch, glaube ich, bei der WM weniger Sinn, wenn man nur einfach so mitspringt. Da zählen die Medaillen und wenn ich da einfach jetzt noch nicht so weit bin, ist es gescheiter, dass ich den Platz räume und sozusagen einen Jungen die Chance gebe, das erleben zu dürfen. Ist bitter, muss man aber annehmen. Für mich geht es trotzdem weiter und die Sieger war jetzt nicht, dass ich das alles auf die Heim-WM aufhänge. Funktioniert es super und der Gregor lasst es dann oder funktioniert es überhaupt nicht und der Gregor lasst es auch. Das sehe ich überhaupt nicht, sondern ich sehe mich da schon noch 2, 3 Jahre im Spitzensport eben den Weg weiterführen und eben natürlich mit dem Ziel, noch einmal das volle Potenzial abzurufen und einfach gleich Ski zu springen. Ich weiß, dass ich nach wie vor brenne, dass es mir irrsinnig viel Spaß macht, dass mir das taugt. Und alles andere ist irgendwo eine Frage der Zeit.